Malik Harris gewinnt den deutschen Vorentscheid und vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest im Mai in Turin. Dazu jetzt hier mehr in den DJ News. Los geht's. Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Und ich bin gar nicht so sicher, ob du dich überhaupt für so Themen wie den Eurovision Song Contest interessierst. Aber das hier ist ein DJ-Kanal und viele Teilnehmer und Lieder, die bei dem ESC schon mit dabei waren, spielen wir DJs tatsächlich auf unseren Partys. Vor allem wir Hochzeits-DJs auf unseren Hochzeiten. Deswegen jetzt mal ein paar kurze News. Vielleicht hast du es mitbekommen, Malik Harris vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest. Das berichtet der Spiegel Kultur in einem ganz neuen Beitrag. Und Harris gewann am Freitagabend mit seinem Lied Rockstars den deutschen Vorentscheid gegen 5 Konkurrenten. Wenn du das im Detail nochmal nachlesen willst, habe ich dir den kompletten Beitrag von Spiegel Kultur unten in der Videobeschreibung verlinkt. Was ich aber von dir wissen will, ist: Hast du dir den Vorentscheid angeguckt? Weißt du, um welches Lied es geht? Interessierst du dich überhaupt für so Themen wie den ESC? Schreib's mir doch mal ganz unten in die Kommentare hier mit rein. Und sag mir gerne mal, was ist denn der letzte Song, an den du dich überhaupt erinnerst vom ESC? Wann hast du das letzte Mal geguckt? Das würde mich brennend interessieren. Und ansonsten, wenn du Bock auf mehr News rund um Musik und das DJing hast und Bock auf regelmäßige DJ-Tipps hast, dann empfehle ich dir, diesen Kanal hier zu abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Tutorial rund ums DJing schon wieder. Mach's gut, bis dann, der Mike.